R-E-W-I-N-S-I-D. Oh, oh fuck. Oh Gott, wir müssen los. Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Vlog. Wir fliegen heute gemeinsam nach Nürnberg. Gemeinsam, das sind Jody, Thomas und ich. Wir fahren heute zur Community Review von Happy Death Day. Und wir freuen uns unheimlich drauf. Und ich würde sagen, wir müssen es echt beeilen, weil unser Flieger geht gleich. Also los, kommt. Okay Leute, lass uns direkt rein. Oh, fuck. Hä? Was ist denn? Ich war doch, egal, keine Ahnung was. Egal, das ist okay, Leute, ich habe das Gefühl, das hätte ich gerade ein kleines Déjà-vu, das hätte ich schon mal aufgewacht. Wir fliegen heute gemeinsam nach Nürnberg zur Happy Death Day Community Review. Wir freuen uns unheimlich und wir müssen uns echt beeilen, weil unser Flieger geht weg. Also lass uns. Jody, komm, jetzt sitzt da nicht rum und los. Wir haben es doch noch geschafft. Wir sitzen jetzt im Auto. Natürlich mit Schmidt Adam im Hintergrund. Ich würde sagen, wir sehen uns auf Flughafen wieder. Leute, wir haben es gerade noch so geschafft in Zeit. Wichtig ist, Jody, gut. Und dir. Jody mag nämlich nicht frühstücken und irgendwer muss sie immer füttern an dieser Stelle halt. Ich. Leute, ich will jetzt echt keine Werbung machen. Das ist das Einzige, was man bei Starbucks wirklich essen kann. Dieser komische Burger mit dem Frischkäse. Dann müssen wir den essen. Wir könnten hier vormittag noch nehmen. Und wie kann ein guter Einkaufen in einem Land sein? Was ist denn? Ich war doch. Jody, komm, jetzt sitzt da nicht rum und los. Keine Ahnung, was ist gerade eben am Flughafen passiert ist. Wir haben es jetzt auf jeden Fall endlich geschafft. Wir sind jetzt am Flughafen, Leute. Wir haben es gerade noch richtig zeitig geschafft. Wir müssen jetzt direkt zum Sicherheitscheck-in und dann können wir direkt durch. Und ich hoffe, dass es bitte alles glatt geht. Ich habe keine Ahnung, was heute los ist. Ich weiß es einfach nicht. Irgendwie sau seltsam. Ganz kurz zum Thema YouTube Money. Jody, kann ich vielleicht. Ist das nicht das Teil? Nein! Es ist ein anderes. Doch, warte, wenn ich das hier umklappe, dann passt das vielleicht. Oh, zum Glück. Ja, es ist es. Okay, nice. Ich habe dieses 20-Euro-Stück seit, glaube ich, 3 Monaten dabei und versuche immer damit zu bezahlen. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wo das zweite Stück ist. Und jetzt habe ich es gefunden, weil Jody hat es. Voll schön, oder? Jetzt habe ich wieder Geld. Nice. Das ist unser Freundschaftsgeld. Das ist wie so ein Freundschaftsband, nur mit Geld. Ja, jetzt gib das bitte. Ich nehme das. Ja. Wir haben es geschafft, wir sitzen jetzt im Flugzeug. Ich bin so froh, dass alles geklappt hat und ich hätte niemals damit gerechnet. Oh, fuck. Hä? Alles klar, das ist jetzt. Ja, okay. Gut, Leute. Wow, okay. Bin ich nicht eben. Egal. Erstmal wunderschönen guten Morgen, Leute. Willkommen zu diesem Vlog. Es ist 8.05 Uhr. Wir müssen los zum Flughafen. Wir fliegen jetzt nach Nürnberg zur Happy Death Day Community Preview und irgendwas ist hier. Lasst uns los. Kommt, auf zum Flieger. Wir haben es geschafft, wir sind endlich im Hotelzimmer angekommen. Ich muss natürlich jetzt mal ganz kurz aufklären. Natürlich bin ich eben nicht gestorben, Leute. Das hat nur mit dem Film zu tun, den wir uns heute angucken, nämlich Happy Death Day. Ich denke mal, wir haben noch ungefähr eine Stunde Zeit oder so. Wir werden jetzt noch einen kleinen Mittagsschlaf machen und eine ganz kurze Frage. Thomas, wer ist vielleicht Alter, möglich? Gib dir mal den Fisch, wer ist vielleicht möglich, dass gib dir mal den Fisch. Ja, jetzt verlass unser Hotelzimmer, Alter. Du hast ein eigenes. Geh jetzt hier raus, Mann. Ich will pennen. Jetzt hau ab, Alter. Geh bitte. Also, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt ganz kurz ein bisschen pennen und sehen uns dann gleich wieder, wenn wir zur Premiere fahren. Oh, was ist mit dir? Boah, kannst du mich bitte nicht so erschrecken? Oh. Ey, Jody? Ja? Ich bin gerade von einem Auto überfahren worden. Ja, du hast geschlafen. Ich bin von einem Auto... Nein, jetzt mal kein... Du hast geschlafen. Wie viel Uhr haben wir? Wir müssen los, halb müssen zwei. Wir schon los? Oh mein Gott. Ich bin gerade von einem Auto überfahren worden. Ja, natürlich. Ich bin auch irgendwie gestorben. Keine Ahnung. Kommt ultra zu spät. Oh mein Gott, das ist so... Scheiße! Ja, jetzt komm los. Oh Gott, was ist denn das? Ja, geh schon mal vor, ich komme. Ja, ich hole den Aufzug. Ja. So Leute, wir sind jetzt schon im Kino und jetzt geht's richtig rund hier. Yeah!
ja geil. Boah, scheiße, Alter. Das dauert ja voll lange. Ja, das hält. Oh, fuck, das hält nicht mehr auf. Oh nein! Oh! Sag mal was? Ja, jetzt weg. Nee. Pass mal auf, Leute. Also, wir sind jetzt richtig, richtig heiß. Wir freuen uns wirklich jetzt hier auf die Social Movie Nights. Und die Leute kommen jetzt auch gleich quasi hier schon rein. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen. Ob das dumm macht, wenn man diese Dinger einatmet. Aber ja, wir werden sehen. Jodie, bitte nicht so erschrecken. Wir waren auf dieser Premiere und ich habe ein Foto mit jemandem gemacht und ich habe meinen Kopf. Ich bin einfach umgefallen. Nein, 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 nein. Wir müssen bisschen los. Ja, halb zwei, wir müssen los. Ach nee. Oh mein Gott, es ist so einfach viel zu spät. Okay. What the hell? Okay, zieh deine Schuhe an, lass uns los. Komm. Mach dir keinen Stress, zu spät. Ja, ist jetzt gut. Ja, ich will ja nicht zu spät kommen. Ich rufe ihn auch schon mal. Wir sehen auch gar nichts hier in diesen Scheinwerfern. Aber da, ja, da kommt eine helle Hose angelaufen. Wow, jetzt hast du es auch gemerkt. Oh mein Gott. Och Mann, als ob. Ey, was ist das? Mann, ich das bin... Das war doch nur ein Spaß gerade. Wir haben doch so ein blödes Video gedreht. Das wie ist wie diesen Jodie, Scheißfilm. Wie nervig ist es bitte? Ich habe keinen Bock, diesen Tag jedes Mal zu durchleben. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich in so einem scheiß Bett aufwache. Ja, schön, dass du da keinen Bock drauf hast. Aber vielleicht ist es ultra scheiße, die ganze Zeit zu sterben. Warte mal. Vielleicht müssen wir den Zirkel einfach brechen, ja, indem wir uns einfach selber umbringen. Jo, oh, wahrscheinlich. Das ist so dumm. Aber es war auch ein bisschen witzig. Ja, lass uns losgehen. Okay, pass auf, nein, warte mal. Warte mal, ich kann alles machen, was ich will. Nein, das kannst du nicht. Du kommst jetzt wieder her. Wir dürfen jetzt nicht einfach raus. Wir haben halb zwei, aber was machen wir, damit das nicht weiter passiert? Ja, wir finden schon irgendeine Lösung. Und wie, du lässt jetzt dein scheiß Handy fallen. Komm. Warum wollte ich mein Handy fallen? Ja, ich gehe zum Aufzug, ruf dir schon mal bla 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 bla. Jetzt komm, mein Gott. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal herzlich bei Robert für die Einladung. Vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns auf jeden Fall und erstmal herzlich willkommen. Alle, schön, dass ihr hier seid. Okay, die hat mich nämlich vorhin aufgefordert, wollte mir den Zaubertrick zeigen. Und morgen haben wir auch so ein bisschen Hände. Und das Coole ist, das können wir alle auf dem Sitz mitmachen. Können wir bitte einen riesengroßen Saalzaubertrick zusammen machen? Wird es anstrengend? Nein, natürlich nicht. Das wird aber wehtun. Was? Ja, mach einfach. Die Finger zueinander. Und jetzt mit der Hand die Finger versuchen. Und jetzt hat er... Drehen, bis der Knochen kommt. Merkst du, ausgestreckt lassen. Ja. Und dann kommt der Knochen. Ja. Und wenn der Knochen kommt, einfach nur ein Stückchen weiter. Ja! Was für ein Tonti! Einen Riesenapplaus für Diana, bitte! Applaus für Diana. So, das ist der dritte Take, wo ich es aufnehme, weil die Kamera scheint hier gerade nicht ganz so zu wollen, wie ich das will. Wir haben den...
Leute, der Film war richtig, richtig gut. Es hat echt eine Menge Spaß gemacht. Happy Death Day. Wem würde ich es empfehlen? Weil ich gebe am Ende immer gerne Review ab. Ich würde sagen, so 15-, 16-jährigen Girls, die sich einen lustigen Pyjama-Party-Abend gönnen. Oder 12-jährigen Jungs, die gerne nochmal weinen. es hat aber echt wirklich Spaß gemacht. Wir haben so ein bisschen im Film mitgerätselt und haben halt die ganze Zeit überlegt, okay, wer könnte der Mörder sein? Wo wir direkt zum nächsten Punkt kommen, Leute. Wer könnte mein Mörder sein? Oh mein Gott! What? Alter, was war das denn für ein abgefahrener Traum? Das ist ja perfekt für einen Film. Ohne Witz, jemand sollte ein Drehbuch schreiben und daraus einen Film machen. Nein, Spaß beiseite, meine Freunde. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Vlog. Ich hoffe, euch hat diese ganze Umsetzung, die wir uns da überlegt haben, gefallen. Wenn ihr Bock auf den Film habt, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Ich kann ihn echt nur empfehlen. Es hat echt eine Menge Spaß gemacht. Happy Death, der ist echt ein cooler Film gewesen. Und ja, ich bedanke mich hier auf jeden Fall nochmal an Universal. Dankeschön für die Einladung zur Premiere, hat echt eine Menge Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns auf der nächsten Social Movie Night wiedersehen, meine Freunde. In diesem Sinne, schaut definitiv bei Jody vorbei, da gibt es auch ein wunderschönes Video zu sehen. Und das war's mit diesem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!